So, und hier sind wir auch schon wieder mit einem nächsten Part von Let's Play Gothic 4. Und ja, wir haben das natürlich jetzt erfüllt. Wir haben jetzt ein paar komischen Eier gesammelt. Und geben jetzt die Quest einfach mal ab. Keine Ahnung, wo der ist, dieser Herr. Suchen wir ihn einfach mal. Respekt. Respekt. Ja, natürlich. Ah, dort ist er. Komm her, du Sack. Hier hast du die Lurker-Eier. Zufrieden? Es geht hier nicht darum, ob ich zufrieden bin oder nicht. Es geht um das Wohl von Schwarzwasser. Und du, mein Freund, hast bewiesen, dass es dir am Herzen liegt. Können wir jetzt reden? Jetzt können wir reden. Was tust du hier? Ich bin vor langer Zeit nach Schwarzwasser gekommen und der Ort hat mich gleich fasziniert. Hier komme ich zur Ruhe, die Vergangenheit schweigt. Die bösen Träume sind weg. Ich habe gleich gewusst, dass ich hier bleiben muss. Was ist in deiner Vergangenheit passiert? Das ist eine lange Geschichte. Nur so viel. Früher war ich ein Paladin. Ich versuche jetzt Gutes zu tun. Und ja, okay. Paladin haben meine Familie ermordet. Die Paladine haben meine Familie ermordet. Was weißt du über sie? Da siehst du, was ich meine. Der Eifer und Fanatismus der Paladine wird immer schlimmer. Robar lenkt sie in die falsche Richtung. Was mit deiner Familie passiert ist, tut mir leid. Ja, die Frage ist nur... jetzt hab ich's vergessen. Na egal. Ich habe irgendwie keinen Bock, irgendwie andere Quests anzunehmen. Nö. Ich möchte der Hauptquest folgen. Der Baum des Wissens. Und was muss ich da machen? Finde jemand, der dir so einem Magier weiterhelfen kann. Ich denke mal, das ist wohl ein Baum. Dann gehen wir einfach mal in den Baum. Schauen, wie schön das dort drin ist. Also ja, es hat mich fasziniert, hat er gesagt. Also ich weiß nicht, dass da so dunkel und so, es stinkt sicherlich auch hier. Ich denke nicht mal, nicht, dass es unbedingt sehr schön ist. Egal. Auf jeden Fall. Und man? Was? Schon wieder diese Insekten. Ah. gehen wir mal rauf. Also der Baum hat mich fasziniert. Ein Fremder. Aber ihr? Ja, ein Fremder hier. Du siehst das wie ein Magier. Später, mein Freund, später. Jo, ein bisschen Fernkampf und ein bisschen Vitalität. Schadet auch nicht. So, jetzt haben wir ein bisschen... Ich mache mir ein bisschen mehr Schaden im Fernkampf. Das ist sehr gut. So. Ah, ein Neuling. Nochmal Magier oder was ist das einfach? Also ein Fremder. Rein in den Baum. Hier. Und... Jo. Magier, jetzt nur Magier. Kommt der, ich hab keine Chance. Naja, hier könnte man gut eine Belagerung verteidigen. Also bis die hier sind, könnte man... Ja, okay, nee. Das ist ja ein bisschen... Kann man hier runterspringen? Ich versuch's lieber nicht. So, ich muss irgendwas finden. Schatten, Magier, Elixier der Arkanen, Macht. Kennen alle. Kein Wunder, werden sie überfallen. Also hier sehen wir nichts. Dann gehen wir mal trotzdem weiter. Vielleicht kommen wir hier noch weiter rauf. Jo, sehr schön. Schaut so aus. Also ich hätte jetzt gedacht, hier drin ist alles bevölkert. Hier drin gibt es irgendwie Wohnungen und so weiter. Aber das ist halt doch eher der Schriftrolle. Elixier der schwarzen Galle. Hier haben wir auch noch was. Der Schriftrolle. Da. Wow. Das ist mal nicht schlecht. Jo, sieht echt schön aus. Hallo?
Hüter des Wissens. Ich suche zwei Magier, die vor einiger Zeit das Archiv der Silberseeburg besucht haben. Vielleicht kann dir Gilana helfen, die Hüterin der Wurzeln. Du findest sie am Eingang zum... Ja, Mann. Toll, jetzt kann ich erst wieder runterlaufen. Ich dachte, der, das sei, oder die sei zu oberst bei ist sie zu unterst. Ihr springt einfach runter. Kein Bock da irgendwie. Ja, man kann es probieren. Oder? So. Jetzt nochmal anständig. Und ein Port. Wow, der uns wieder mal eh nichts bringen wird. Oh ja, muss doch mit Skillen. So. Schon wieder ein Neuling. Was willst du hier? Fresse. Ich suche zwei Magier, die vor ein paar Wochen im Archiv der Silberseeburg nach einem alten Tempel geforscht haben. Solche Details verwaltet Großmeister Nerdarion. Dann möchte ich mit dem Großmeister sprechen. Der Großmeister des Wassers ist beschäftigt. Ohne meine Erlaubnis wird keiner der Großmeister gestört. Dann hätte ich gern deine Erlaubnis, mit Großmeister Nerdarion sprechen zu dürfen. Ha! Da bist du nicht der Erste. Mach dich erst einmal nützlich und steig in das Kellergewölbe hinab. Hier, direkt neben dem Eingang, da wo die Wurzeln herauswuchern. Wenn du Vultus das Versprechen abbringst, keine Kampfzauber mehr im Baum zu wirken, sehen wir weiter. Sag ihm, beim nächsten Knall darf er im Sumpf weiterforschen. Und dann lässt du mich zum Nerdarion? Vielleicht? Ja, klar. Mann, ich würde dir am liebsten... Bam! Runter und schlagen den Typen natürlich. Ist klar, müssen wir wohl. Und zuerst kommen sicherlich noch 100 Trashs Gegner. Ah ne, da ist der auch schon. Was tötet dich jetzt schon? Zauberschmiede. Nichts anfassen! Keine Sorge, ich bin nicht so blöd, die Werkzeuge eines Magiers anzugrapschen. Schlauer Bursche. Lass mich raten, das Hexenweib hat dich geschickt. Gilana hat mich geschickt. Ich soll dir ausrichten, dass du bei der nächsten Explosion im Sumpf landest. Keine Sorge, Experiment ist vorbei. Was? Kein weiterer Auftrag? Kein Auflehnen? Keine Prügelei? Gut, dann nichts wie ab zu Großmeister Nerdarion. Nerdarion? Gilana lässt dich nie im Leben zum Großmeister. Zieh dir nur einen Gefallen nach dem anderen aus der Nase. Warum überrascht mich das nicht? Kann dir helfen, Mitglied von Tushu zu werden. Klamotten und alles. Aber dafür brauche ich was. Zahle sogar. Interesse? Was willst du? Einen Strohhut. Orks sind mir zuvor gekommen. Brauch ihn unbedingt. Einen Hut? Wollt ihr alle meine Zeit verschwenden? Hast eine Prinzessin erwartet? Wenn du's Gold nicht willst, find ich einen anderen. Du verstehst es einem, das Angebot richtig schmackhaft zu machen. Pft, brauchst mich. Zu Medarion lässt dich's Hexenweib nicht. Ah, dann geb ich dir den Strohhut. Wo finde ich? In einer kleinen Ruine. Dort hocken ein paar ausgestoßene. Okay. Warum ist... Wirst schon sehen. Wirst schon sehen, leck mich. Gehen wir den Strohhut suchen. Mann, tut mir leid, wenn der Part so langweilig ist. Aber naja. Ist zu. So, wir gehen nochmal mit, trotzdem mit ihr quatschen. Und? Was sagt der Lump?
Vultus wird dich nicht mehr stören. Ich würde dich als Lügner bezeichnen. Aber seit einiger Zeit ist es tatsächlich verdächtig still. Heißt das, du lässt mich jetzt zu Merdarion? Nein. Nur Mitglieder der Bruderschaft von Tushu dürfen mit den Großmeistern reden. Du hast mich verarscht. Nein. Es liegt in meiner Macht, dich in unseren bescheidenen Zirkel aufzunehmen, wenn du dich als würdig erweist. Na schön, ich mach mit. Was willst du von mir? Jemand hat im Sumpf verbotene Experimente mit Snappern durchgeführt. Einer der Snapper ist entkommen, zusammen mit einem magischen Halsband, das seinen Besitzer kompromittieren könnte. Verstehe. Ich soll also heimlich den Snapper und das Halsband beseitigen? Nicht ganz. Was mit dem Tier geschieht, ist mir gleich. Das Halsband jedoch bringst du zu mir. Ich werde dich für deine Mühen entlohnen. Ich werde dir das Halsband besorgen. Sag mir einfach, wo ich den Snapper finde. Meinen Lehrlingen zufolge hat er sich in eine verborgene Tropfsteinhöhle verkrochen, die im Westen des Sumpflandes nördlich der Goblins. Angeblich hausen dort noch kräftig genug. Was, wenn ich es nicht bin? Kein großer Verlust für Tusch. Yo, okay. Also, jetzt kann ich mir eigentlich aussuchen, mit für wen ich die Quest mache, ob ich für ihn die Quest mache oder für sie. Ich würde mich, glaube ich, eher für ihn entscheiden. Naja, egal, wahrscheinlich mache ich beide Quests. Auf jeden Fall ist der Part auch leider wieder schon vorbei und wir sehen uns im nächsten Part.